Ja. Hallo und herzlich willkommen zu Rinse and Repeat. Ich dachte, es gibt einen Startbildschirm. Keine Einstellung, keine Sprache, kein nichts. Okay. Ich. Ich weiß nicht, worum es geht. Wir gucken jetzt zusammen. Aber ich habe eine Toilette gesehen und dachte, das spielen wir. Oh, was war das? Ich habe Klamotten ausgezogen. Ah, guck mal. Oh. Duschi, duschi, duschi. Ah. Wir kommen bestimmt von einem ganz harten Arbeitstag und wollen uns jetzt sauber machen. Ich kann beim Duschen die Toilette abspülen. Bin ich fertig? Hairwash? Haben wir dabei die Augen zu? Also ich kann die Haare waschen, ohne die Augen zuzumachen. Meistens. Das war das. Da, wie langsam waschen wir bitte die... Ach so. Hätte ich da mal gucken sollen. Das war Spanisch. Das war schau hin. Es ist ein Horrorspiel, falls ich das nicht erwähnt habe, ne? Na, wasch mal schneller deine Haare. Du bist gestorben. Du bist einer von drei. Ach ja, es gibt fünf Enden eigentlich. Nur Secret Ending. Was zur Hölle? Wieso haben wir einen Teufel in unserer Wohnung? Ich kann nicht springen, ich kann nicht rennen. You left. Too tired for a shower right now. Du bist gegangen. Du warst zu müde für eine Dusche. Ende 2. Das ist ja fein. Jetzt brauchen wir noch ein Ende wahrscheinlich, wo wir schaffen, aber zwei Secret Endings. Wir haben auch nur eine Haustür und ein Badezimmer. Könnte ich vielleicht einfach auch mal die Tür zumachen? Gut, 3 Minuten und schon so viele Enden. Achso, jetzt müssen wir Jahre waschen. Aber bis zur Hälfte ging es doch vorhin gut, oder ist das Zufall gewesen? Kann ich eigentlich auch... Oh, kann ich nicht. Das ist ja super. Ich dachte, ich könnte das Duschen abbrechen. Welcome back. Welcome back. Kann ich mein Duschen da fortsetzen? Nein, geht nicht. Ah. Ich dachte, es ist bis ich was höre.
gern aufhören. Wieso haben wir unser Haus so nicht abgeschlossen? Warum haben wir hier die Tür nicht zugemacht? Fragen über Fragen. Warum haben wir Rost im Duschkopf? Okay, war es jetzt noch rechtzeitig oder war es zu spät? Muss ich hier auch eine Triggerwarnung wegen epileptischen Anfällen machen? Ich meine, ich trigger die gerade, aber... Mann, ja nur. Ums. Ist das Schummeln? Ah, okay. Das tut mir leid. Wieso? That which you feared has been... Weil deine Angst sich eben manifestiert hat. Ich verstehe das nicht. Oh, da geht vor Schreck mein Öhrchen flöten. Was ist denn, wenn ich die ganze Zeit einfach die Augen zulasse? Das probieren wir jetzt mal. Überschlare. Wischi. Oh nein, nicht dieser Ohrwurm schon wieder. Nee, ich hab nichts gehört. Das kann gar nicht sein. Ich hab die Tür abgeschlossen. Ich hab gar keine Angst beim Haare waschen. Hab ich eigentlich nicht. Warum soll man eigentlich Angst beim Haare waschen haben? Lalalala. Na? Wie lange wäscht die denn bitte die Haare oder er oder es oder wir? Nee. Vielleicht haben wir ein Haustier. Nee. Mir egal. Nee. Du hast geduscht und nichts ist passiert. Zwei Secret Endings. Wie finde ich ein Secret Ending? Wir müssen aber irgendwas finden, weil ich spiele das seit 8 Minuten. Ich habe meine Klamotten da reingepackt, ne? Dann gehen wir jetzt. Ja, wir sind ja nackig. You left naked. What's wrong with you? Du bist nackt gegangen. Was ist falsch mit dir? Ja, ein Secret Ending. Aber wo ist das letzte? Was ist das letzte? Pack meine Sachen weg. Nochmal auf Toilette. Great job. Du hast das ganze Haus geflutet. Ja, das passiert, wenn man zu oft auf die Toilette geht. Yay. Ja, jetzt bin ich schon durch. Oh, ich bin schon durch. Ich mache euch noch ein kleines weiteres da dran. Sekunde bitte. Hallo und willkommen zurück zu einem zweiten Spiel, weil das erste war mir sehr zu kurz. Ich habe ein Kaffeebonbon gefunden, was noch mal am Schreibtisch lag. Möchte jetzt durch. Spielen. Hallo, es ist Uno. Sieht aus, als hättest du deinen Spanischunterricht verpasst. Du hast schon wieder deinen Unterricht verpasst. Ja, ich war beschäftigt. Kannst du mich alleine lassen? Oh, tut mir leid, wenn ich dich gestört habe mit deinen Lernzielen. Ja, hast du. Ich bin so genervt davon, sehe dich bald.
Was soll denn das heißen? Es wird immer lauter in meinem Ohr hier. Ich brauche mich nicht, Escape zu drücken. Ich sehe nichts. Oh, da sind wir wieder. Also es ist auch ein kurzes Horrorspiel und das ist der die Eule, Vogel, wenn es eine Eule ist, habe ich Angst davor. Der Vogel von diesem Sprachkurs-Ding. Und der soll uns, glaube ich, verfolgen. Weil wir unseren Spanischunterricht nicht gemacht haben. My head. Oh, mein Kopf. How did I get here? Wie bin ich hierher gekommen? Das war die Spanischlerneule. Also jetzt möchte ich aber auch kein Spanisch mehr lernen. Da fehlt einer. Find your lesson in the im Abgrund. Ist das Abgrund? Bismo tu lesión el encuentra. Hier kommt. Na gut, ich kenne die Reihenfolge nicht. Ich verstehe hier so ein paar spanische Sachen, also schon recht viel, aber ich kann keinen eigenständigen Satz bauen. Das ist nur ein bisschen. Also vielleicht ist es ja gleich. Abismo. Und Satzanfang. Encuentra. Hier kommt tu. Lesión. In the in N. Was haben wir noch hier? Du kommst da oben hin. NL, aber okay. Wir brauchen noch. Huch, was habe ich hier gedrückt? Mit E kann ich mich ganz schnell umdrehen. Das möchte ich aber bitte nicht mehr. Oh nein, so ein Spiel ist das. Oh nein. Nee, nee, nee. Ist es dein Ernst? Correct sentence required. Ich höre ihn doch irgendwie hier latschen. Ich kann nicht durch die Tür gucken. Oh, da ist das Ding drin. Nicht so laut. Okay. Das war wohl zu laut. You pussy. Bitte was? Zwei Tage verbleiben. Erstmal nochmal ein Kaffeebonbon. Schreckt man sich nochmal so schön. Die sind so klein und so fest und scheiße eingepackt. You better miss your family as much as you missed my streaks. What? Es ist noch so da, wie ich das gemacht habe. Okay. War das okay oder nicht?
Was ist denn mein... Ah, guck mal. Oh Gott. Wer auch immer das findet, ich habe nicht viel Zeit. Der Unolingo-Vogel hat mich entführt und hält mich fest. Und ich habe Angst, dass ich niemals mehr hier diesem Kram hier entkommen kann. Es ist schon Tage her, seitdem er mich entführt hat. Und ich versuche total smart zu sein, aber dieser ruhelose Vogel, was? Nochmal. And I've been trying to outsmart. Achso, er versucht diesen Vogel halt auszutricksen bei jedem, bei jeder Runde. Zuerst dachte ich, must try it. Will mir nur eine neue Sprache beibringen, aber jetzt bin mir nicht mehr sicher. Da ist irgendetwas sinister, vergesse ich mal, also gruselig hier. Ne? Ich kann es in meinen Knochen fühlen. Der Unterricht von dem Vogel wird zunehmend schwieriger. Almost, if it's preparing me, als wenn er mich auf irgendwas vorbereitet. Ja, für unsere Abschlussprüfung. Aber für was? Ich weiß es nicht. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich habe es geschafft, eine Keycard für den Exit zu finden. Versteckt in it in meiner Zelle. Where that pesky bird, wo es dieser komische Vogel nicht finden wird. Just need to bide my time. Warte für den, auf den richtigen Moment. Meine Flucht zu machen. Wenn du das hier liest, no, that I, heißt das, dass ich nicht aufgegeben habe. I will find a way out of here, no matter what it takes. Jenny, ich werde einen Weg hier rausfinden, egal was es kostet. Okay. Jenny. Gut, also ich mache hier keinen Krach, dann kommt er hier auch nicht rein. Oder kann der durch die Tür gucken? Was ist denn der Satz? Ich brauche nicht alle Wörter. Ich verstehe auch nicht alle Wörter. Ja, wie komme ich denn hier jetzt wieder raus? Der Mitarbeiter der Unendlichkeit. Ist das die Exit-Door? Mitsukika, wieso kann ich denn hier raus? Ja. Aber vielleicht ist das ein... Ich komme nicht mehr hoch. Ich komme nicht mehr hoch. Hallo? Na supi, ich habe das Spiel kaputt gemacht, wie immer. You want to quit the game? Ja. Nochmal. Ja, du hast ein spanischer Pass, ja, ja. Ich habe kein Kaffeebonbon mehr, oh Mann. My head. Ja, mein Kopf, ja, ja, ja. Hier machen wir nochmal. Schon mal. Encuentra. Lesion. NL. Abismo. Wir brauchen einen Satz. Wir brauchen einen Satz. Warum liegen hier überall Stofftiere?
Ja, nein. Hör auf. Nein, nein, nein. Ich will das lesen vor. You don't know Spanish. Encuentra tu lesión en el abisacto. Es de muerta. Es de muerta? Irgendwas mit Tod? No! Zwei Tage verbleibend, ja, supi. Los, schneller. Das ist der Satz, den ich da reingemacht habe. Encuentra tu lesión en el abismo. Aber das ist der Satz, der hier hinkommt. Ja, dann so weit war ich schon. Nein, nicht da über das Stoff. Oder doch? Hier um das Stofftier herum. Also eigentlich, sobald ich ein Stofftier berühre, ist es vorbei. Vielleicht eine Taschenlampe kriegen? Gottes Willen, ist ja hier. Sehe ja gar nicht richtig. Ah, Stift. Ich kann das auch nicht alles mal richtig aussprechen. Agarrada por las gen irgendwas. Por las ge irgendwas as. De la Obsession. Obsession. Das steht jetzt mitten in meinem Workout-Plan, wo ich meine Sit-Ups eingetragen habe. Das macht keinen Sinn. Was könnte das denn heißen? Agarrada, Paulus? Oh, mit dem irgendwas. Die Obsession, ja. Hm. Okay, aber immerhin. Was ist denn? Das ist der Ausgang. Okay. Wo gehst du hin? You don't know Spanish. Doch ein bisschen. Doch ein bisschen. Nee, lass mich mal hier. Ich bin in meiner Zelle. Hier ist alles gut. Ich habe nichts getan. Okay. Ja. Nee. So. Agaratea. A. Hier ist so Garat. Achso. Agarata. Las Garras de la Obsession. Hast du nicht gehört, ne? Wir haben unser Tu. Tu heißt du. So. Tu. Sehr schön. Ist das die Keycard? War's das schon? Hab ich den komischen Vogel ausgetrickst? Na gut, erstmal noch rauskommen, ne? Lauf.
Ich kann nicht mehr tun. Neuer Unterricht erwartet dich. Kann ich das tun? Nein. Ja, dafür hat mein Spanisch gereicht. Sehr schön. Ja, konnte ich mitleben. War nicht allzu nervig. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen von dieser neuen kleinen Doppelfolge, kleinen Mini-Horror von Itch.io. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und oder einen Kommentar und abonniert mich und überhaupt und alles, was für den Algorithmus supi wäre, fände ich auch supi. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und ich habe zu viel Kaffee, es tut mir leid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.